Oder. Ein herzliches Quark und willkommen zur nächsten Runde Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Wenn ihr auf das 2 Suspect ist, Counter-Terrorist steht gerade 6-6, das ist ja eigentlich mal so ausgeglichen. Runde 13 am Start, Suspect steht 13-4-6. Ja, war jetzt normal, das war vielleicht so ein bisschen da bei dem zweiten Typ minimal geprefired, aber das hat überhaupt nichts zu heißen, kannst du ja auch so einfach machen. Wir sind mal gespannt. Ja, Gegner haben auch 2 Leute 10 Kills. Sind jetzt vielleicht ein Ticken unterlegen, aber meines halt auch ganz normale Bomben-Plant-Map, wo die CTs eh im Vorteil sind, so ein bisschen. Und daher alles noch sehr ausgeglichen. Müssen wir mal abwarten, weswegen der reported wurde. Wissen wir noch nicht. Die Flash hat er gesehen, hat er abgezogen. Skins hat er so ein paar. Und Butterfly Vanilla war das, wenn ich mich nicht ganz irre. Jetzt müsste er die Steps auf kurz gehört haben. Warum stand da unten die Bombe? Das war ja mal Vollfail. Bisher nichts Spektakuläres dabei. Der letzte ist auch noch hier auf kurz. Der wird aber gleich fallen. Ja, das war jetzt sehr unspektakulär, zumal er in 2 direkten Fights war und da wurde er nicht mal getroffen, also dann kann man da auch die Kills gern mal holen. Die Smoke war jetzt nicht so pralle. Und da hat er auf den Sack gekriegt. Da hat er der T gut durch die Smoke gepusht. Jetzt war Seitenwechsel, war Halbzeit. Da steht natürlich unten der Name immer noch in Blau, aber das wird sich gleich ändern. Suspect, man sieht auch links, ist ja jetzt Terror. Runde 16, Pistol Round, wir sind gespannt. Oh, da hat der Delta ein Brett bekommen hier. Der Counterfrag war aber auch direkt dabei. Oh, da hat er oben einen gesehen, ja. Sieht mir nach einem ganz normalen Spieler aus, bis dato, muss ich so gestehen. Der da ein bisschen nervös war und ein bisschen auch vorbeigeschossen hat, aber ist okay. Ja, der hat gesteppt auf jeden Fall. Ja, Daisy war low, hatte 9 HP oder so. Ich habe jetzt nicht ganz genau drauf geachtet. Was er ganz cool macht, ist, er duckt sehr schnell. Na, wenn er ein paar Schüsse abgegeben hat, duckt er sich. Er hatte keine Waffe mehr. Naja, da müssen wir, über die Runde müssen wir nicht diskutieren, da war überhaupt nichts. So, was hat er mittlerweile? Mittlerweile hat er 17-5-7. Ja, das ist ein ganz normaler Satz, wenn die Gegner ein bisschen schlechter sind. Und das scheinen sie hier ja zu sein. Ja, der spielt auch wieder ganz normal Mitte. Goose, kleine Seiteinfo. Der Spieler, der hier Goose heißt, ja, der Bot, oder was heißt der Bot, aber das ist ja hier Standardnamen bei Overwatch. Goose-Spot ist ja auch auf A oben, ne? Wenn du jetzt hier von kurz aus, wenn man da hochgeht und dann sozusagen auf den Spot läuft, links die Ecke, wo man dann so ein bisschen nach links laufen kann und dann auf kurz guckt, auf lang guckt, sorry. Da, wo jetzt der Salomon ist, mehr oder weniger, da links die Ecke, nennt sich Goose, weil er seit 1.6 so ein Spray war. Das haben sie ja mittlerweile auch reingepatcht. Die Nate hat gut gesessen. Kill. Easy. Guck nach links, zeig es. Ah, schade. Hätte er ja machen können jetzt.
Wirkt einfach für mich bisher so, als ob die Gegner ein bisschen mad waren. Wird eventuell Team gegen Team gewesen sein, weil die hier schon gut zusammen spielen. Was heißt gut zusammen spielen, aber wenigstens Sachen zusammen machen, so mehr oder weniger. Ah, das war ein schöner Headshot. Aber der Kollege kann zielen, der weiß, wo Leute sein könnten. Da hat er eventuell jemanden gesehen. Na, die ist zu kurz. Zumal er ja sein Teammate getroffen hat. Und zack, lebt schon wieder nur noch ein Counter-Terrorist. Oh, der einfach mal einen Knife-Ding macht. Stark. Gab ein bisschen Geld. Sieht so witzig aus, wenn er diese Spin-Animation vom Butterfly-Knife macht und die Zeit gerade nach vorne gespult wird, dann rastet es voll aus. Ja, das Messer hat er bestimmt neu, so lange und so oft, wie er damit rumspielt. Windeler Butterfly ist auch ganz cool eigentlich, muss ich mal so gestehen. Ah, den hätte er fast geholt. Da guckt er dann nach hinten, macht da alles richtig, aber das ist ein ganz normaler Spieler. Also, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr passiert, waren die Gegner einfach nur mad, als sie auf den Sack bekommen haben. Schön. Ja, die sind halt einfach schlechter. Die sind einfach schlechter. Da kann man sonst nichts sagen. Und das ist auch kein Smurf, ja, weil man sieht ja, die anderen haben auch gut Kills, auch seinem Team auch. Auch bei den Gegnern. Er ist halt einfach, ja, keine Ahnung, die Gegner waren nicht deren stärkstes Match wahrscheinlich. Und ich kann bisher echt noch nicht nachvollziehen, warum der reported sein sollte oder reported wurde. Ein paar schöne Kills waren dabei gewesen, aber das waren einfach nur ein paar gute Kills. Da ganz normal Spray Control. Nothing special here. 3 gegen 3. Mehr Leben auf Seiten der Terroristen. Auch wenn nicht viel. Na, ja, den hat er dann nur gesehen. Versucht einfach da zu gucken. Denken sie aber zu zweit diese eine Ecke. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Da sollte lieber mal auf lang gehen oder so und gucken, dass er seinem Mate hilft. Oder vielleicht mit dem anderen Kollegen auf B verschieben. Oh, da war er schon. Schöner Kill. Ja, ich meine, er bleibt da sitzen. Er sieht ihn geduckt da hocken und er bewegt einfach nicht weg. Was erwartet er? Was war das gerade? Was war das gerade? Leute, das war komisch. Das war ein bisschen komisch. Zum einen habe ich gerade schon gedacht, es war wirklich die ganze Zeit alles so normal, zumindest für mein Verhältnis. Kann ja sein, dass es ein bisschen besser spielt, als die Leute, die hier gerade dabei sind. Boah, dieses eine Ding am Ende jetzt, das hat wirklich wie so Aim Assistance gewirkt, ne? Das muss man ja mal so sagen. Aber das war jetzt nur eins und das können wir jetzt nicht zu 100% sagen, dass es Aim Assist war. Aber was ich so komisch fand, wenn dann hängt er auch Ballhack mit zusammen, weil warum hat er in der Ecke gesessen in Goose und anstatt auf lang oder kurz zu gucken, guckt er sein Teammate an und flickt dem anderen direkt dann ins Gesicht. Ja, das war so ein bisschen, oh, das war ein machbarer Schuss, ja, keine Frage. Aber er hat die ganze Zeit so gut die Ecken gecheckt und generell seinen Crosshair gehalten. Warum guckt er da dann nicht einfach dahin, wo der Gegner kommen kann, sondern guckt sein Teammate an und flickt dann so schön drauf? Und kurz danach hat der ganze irgendwie so einen 360-Grad-Flick gemacht innerhalb von Bruchteil einer Sekunde. Also das war, konnte man aber jetzt nicht beurteilen, was das war. Kann auch einfach ein bisschen Luck gewesen sein und danach hat es irgendwie kurz die Demo rumgespackt. Können wir da nicht anmachen und nicht dran festnageln. Und ansonsten war der ja ganz clean, der Junge. Also da war nichts Auffälliges gewesen, da waren die Gegner vielleicht ein bisschen mad.
Aber in den Runden konnten wir da nichts feststellen. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst mich bitte wissen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Runde Overwatch wieder. Euch einen schönen Tag und macht's gut, Leute. Ciao.